Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich habe ein aufgebraucht Video. Es ist diesmal nicht so viel geworden, aber ich möchte es trotzdem abdrehen, um ja den ganzen Müll mal wegzuschmeißen. Ja, ich fange auch gleich mal an. Ich habe hier eine Rose. Das war eine Baderose, die hat mir mein Freund mal geschenkt. War in Ordnung, der Duft war auch gut. Ja, war gut. Dann habe ich einmal Zahnpasta Odol Med 3 benutzt, aufgebraucht. War auch gut. Ich nehme die eigentlich gerne und ja, halt Zahnpasta halt. Dann habe ich ein Duschgel, eine Probe. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Ich glaube, das wurde irgendwo mit reingetan. Den Duft fand ich nicht so gut. Das war sehr herb, fand ich, und das mag ich nicht so. Also es war jetzt nicht so mein Duft und würde ich mir auch nicht holen in groß. Dann habe ich eine Bodylotion von Douglas, Harmony of Ayurveda, Indian Mango und Gotu Cola. Das ist mit, ja, fand ich nicht gut. Also der Duft, der war sehr extrem und der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ja, ich habe den dann nur für die Beine benutzt, die Bodylotion, weil auf den Arm konnte ich es nicht. Das hat so intensiv gerochen. Ich habe davon richtig Kopfschmerzen gekriegt und ich würde das nie wieder, also würde ich mir nicht mehr holen. Der Duft war ganz anders. War von Isana, das die Body Pudding. Ja, mit was steht nicht drauf. Ich weiß es nicht. Oh, das hat richtig gut gerochen. Das wäre eigentlich für den Sommer. Die war eher leicht. Ja, nicht so intensiv, aber der Duft, der war richtig gut. Da sie aber ein kleines Loch hatte, habe ich die ja benutzt dann jetzt. Und ja, ich würde sie mir wieder holen. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich ein Duschpeeling von Darf. Granatapfel und Shea Butter. Und das war richtig gut. Der Duft war einmalig. Die Peeling-Körner waren sehr gut. Das war richtig gut. Ich liebe das. Ich habe das auch nochmal im Backup. Das war, kann ich nur empfehlen. Es ist zwar etwas teurer, aber das ist so ein genialer Duft. Schade, dass es nicht zum Duschen gibt, glaube ich. Ich habe die noch nie als Duschcreme gesehen. Also ich habe die nur in dem Peeling gesehen. Aber das ist wirklich richtig, richtig gut. Dann habe ich eine Fußcreme leer gemacht von Balea. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die habe ich auch als Handcreme, pflegt sehr trockene Füße und es ist auch für Diabetiker geeignet. Kann ich nur empfehlen. Ich habe die mal das erste Mal gesehen, bei mir auf Arbeit hatte die jemand für die Füße und da habe ich mir die auch geholt und ich habe die auch als Handcreme und das ist top. Ich kann die nur empfehlen, top. Dann habe ich ein Fuß- und Schuhdeo von Balea leer gemacht. Ja, Duft war in Ordnung, aber es ist jetzt ein Produkt, was ich nicht unbedingt brauche im Alltag. Also ich würde mir sowas nicht mehr holen. Ich creme meine Füße lieber ein, anstatt irgendwelches Deo da drauf zu sprühen. Ja, nee, würde ich mir nicht holen mehr. Dann habe ich einen Deo-Roller von Mumm hergemacht. Entschuldigung. Den habe ich von meiner Schwester bekommen. Duft war in Ordnung. Ja, war gut. Dann habe ich eine Cremedusche, nur eine diesmal leer gemacht, von CD Kuschelzeit Cremedusche mit Beeren- und Mandelmilch. War sehr lecker, der Duft. Der war richtig gut, hat mir gefallen. Würde ich auch wiederholen. Dann habe ich zwei
Also einmal Haarspülung und einmal ja, Shampoo von Herbal Essence. Kokosnuss Essenz, also ja, Kokosnuss. Das war auch sehr gut, fand ich, hat auch sehr lange gehalten. Man braucht so wenig davon, fand ich gut. Ja, der Duft war gut. Dann von Kneipp eine Duschbad mal leer gemacht. Aroma Pflegebad, Schaumbad, glückliche Auszeit. Roter Mohn und Hanf. Fand ich auch gut, die Farbe war auch gut. Der Duft, der war auch super. Ich liebe Kneipp-Produkte. Ja, kann ich nur empfehlen. Und einmal ein Kliskor prachtvolle Kräftigung Express Repair Spülung, so eine Sprühspülung. War auch gut. Ich liebe die ja. Ich habe davon noch welche im Backup. Ich mag die total und ja, kommen auch immer wieder. Dann habe ich ja, einmal von Isana so eine Pflegekapsel Anti-Age mit Vitamin E und Jojobaöl. Fand ich auch gut. Hat meine Haut sehr gut gepflegt. Dann einmal Nose Wipes von Balea. Die finde ich sehr gut. Ich habe auch irgendwo, ich weiß es nicht mehr, aber ich hatte von Rossmann welche. Da fand ich die von Balea etwas besser. Muss ich sagen, die waren sehr gut. Dann habe ich Masken gemacht. Jetzt muss ich erstmal schauen. Ja, Masken einmal von Facial Sheet Mask. Eine mit Blaubeere und Joghurtextrakt. Die war sehr gut. Die fand ich top. Das hat sehr gut gerochen und hat meine Haut auch richtig gut gepflegt. Also das war eine mit der besten bisher. Die war richtig gut. Dann eine Tuchmaske von Balea, fand ich auch gut, auch vom Duft her, aber die Pflegewirkung war jetzt nicht so wirklich, ja, also man hat danach nicht viel gesehen, dass man eine Maske überhaupt gemacht hat. Ja, ich habe die, glaube ich, auch nochmal da. Es ging. Dann habe ich einmal von Awakening Augenmasken gemacht mit Eukalyptus. Ja, fand ich jetzt auch nicht so wirklich gut. Die waren sehr fest, das war fast wie ein Plastikstück in irgendeiner Flüssigkeit getaucht und die musste man dann so drauf machen. Bräuchte ich jetzt nicht nochmal, also ich würde es mir nicht holen mehr. Dann eine Maske, zwei von Balea, Chai Tea und Vanille Maske, diese, fand ich gut, der Duft war sehr gut, der war richtig gut und die Pflegewirkung war auch top, die war wirklich sehr gut. Dann eine Peel-Off Maske von, ja, Cadea Vera von Müller. Ich benutze Peel-Off-Masken immer, bevor ich eine Tuchmaske benutze. Und die fand ich gut. Die hat sich auch gut lösen lassen. Oh, ja, und auch sehr gut verteilen lassen, würde ich mir wiederholen. Obwohl ich ja nicht so gerne der Peel-Off-Masken-Mensch bin, aber die war gut. Dann einmal von L'Oreal. Tonerde Absolut Detox Maske mit Aktivkohle war auch super, also hat mir richtig gut gefallen. Ich habe die auch in Groß da, die sind halt auch sehr teuer. Ich habe mir die damals gekauft, da waren die, glaube ich, reduziert. Ja, kann ich nur empfehlen, war top. Dann war ich auch baden. Einmal Isana, deine Kuschelzeit. Da muss ich sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Der Duft war so mit Mandelöl, das hat mir überhaupt, ich konnte auch nicht lange drin bleiben. Das war so intensiv, ich habe bald gar keine Luft mehr gekriegt.
Hat mir nicht gefallen, würde ich mir nicht mehr holen. Und dann war ich auch leicht erkältet. Da habe ich mir von Dresdner Essenz Aktiv und Vital Fichtennadel und Eukalyptus. Und das war richtig gut. Das hat mich irgendwie so dran erinnert, wie von meiner Oma früher das Schaumbad. Die hat immer ein blaues genommen, wo ich klein war. Und genauso hat das gerochen. Es war top. Und ich habe nochmal von Balea Lift Effekt Konzentrat leer gemacht. Finde ich gut. Ich finde die Teile super. Ja, für nicht so teuer. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist nicht so lang geworden. Ich habe nicht viel aufgebraucht. Aber ich wollte das einfach weg haben. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend noch. Tschüss.